Wir haben uns heute mit einer Botschaft auseinanderzusetzen, die in unserem Leben ein ausschlaggebender Faktor sein wird. Laodicea. Ich begrüße euch alle aufs Herzlichste, freue mich, dass ihr anwesend seid, diesen schönen Sabbattag, dem der Herr die Sonne scheinen lässt. Im Worte Gottes lesen wir: Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Stellen wir uns einfach mal einen Menschen vor, der spärlich bekleidet durch die Stadt läuft oder geht. Und jedes Mal, wenn jemand auf ihn zukommt, ein Wohltäter, der ihm helfen möchte, sagt er: Ich bin reich. Ich habe Kleidung genug. Ich brauche nichts. Lasst mich in Ruhe. Was würden wir denken? Was würden wir von diesem Menschen denken? Was würden wir von den Menschen denken, wenn es 100 wäre, 1000 oder mehrere Millionen, 13, 14 Millionen. Ich bin reich. Wir können uns das kaum vorstellen. Diese Gedanken, die ich jetzt hier vorgetragen habe, sollen uns dazu anregen, ernsthaft über eine Situation nachzudenken, mit der wir uns heute ausführlich beschäftigen werden. Wie kann nur ein einziger normaler Mensch, ganz zu schweigen von Dutzenden, Tausenden und einigen Millionen Menschen, so elend sein und es nicht wissen? Beachten wir in der Betrachtung oder Zusammenstellung folgende Situation. Wie kann man so jämmerlich und sich dieses Zustands gleichzeitig so unbewusst sein? Wie kann man so arm sein und dabei noch denken, man sei reich? Wie kann man nur blind und nackt sein und dabei noch annehmen, dass man sehen könnte und angezogen wäre? Drei entscheidende Faktoren, die wir heute ganz tief und nah betrachten werden. Ellen White schreibt Folgendes: Die Botschaft an Laodicea wendet sich an das Volk Gottes, das sich zur gegenwärtigen Wahrheit bekennt. Zum größeren Teil sind es laue Gläubige. Sie haben wohl einen Namen, aber zeigen keinen Eifer. Wie bei anderen Abschnitten der Bibel und des Geistes der Weissagung sind auch hier die Schlussfolgerungen sehr ernst. Ernst, denn wir lesen im Zusammenhang dieser Textpassage in der Schrift: Weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Was heißt das? Was heißt das, ausspeien? Ich werde es einfach ausdrücken. Gott wird eines Tages nichts mehr mit dieser Lauheit zu tun haben.
Ihm passt das nicht. Deshalb macht er uns auf eine gewisse Sache aufmerksam. Was bedeutet das für mich? Ich muss mir ernsthaft die Frage stellen, zu welcher der drei Gruppen, die hier praktisch ausgedrückt werden, ich gehöre. Zu den Kalten, zu den Lauwarmen oder zu den Heißen. An anderer Stelle schreibt Ellen G. White, welch größere Täuschung könnte über die Menschen, über den Menschen Sinn kommen, als anzunehmen, sie stünden recht, wo doch alle verkehrt sind. Die Botschaft des treuen Zeugen findet das Volk Gottes in einer argen Täuschung und auch noch ehrlich darin. Wenn sie auch getäuscht sind, so sind sie doch aufrichtig. Sie wissen nicht, wie beklagenswert ihr Zustand in den Augen Gottes ist. Während die Angesprochenen sich selbst schmeicheln, sich in einem erhabenen geistlichen Zustand zu befinden, zerschlägt die Botschaft des treuen Zeugen ihre Selbstsicherheit, indem sie ihren wahren Zustand geistlicher Blindheit, der Armut und Jämmerlichkeit bloßlegt. Dieses harte und ernste Zeugnis kann kein Fehler sein, denn es ist der treue Zeuge, der hier spricht, und sein Zeugnis bleibt wahr. Wer ist der treue Zeuge? Jesus Christus. Jedes einzelne Gemeindeglied ist dazu aufgerufen, seine eigene persönliche Erfahrung im Licht dieser Beschreibungen zu machen. Und im Gebet offen und ehrlich zu untersuchen. Und schauen wir einfach mal hin, womit Laodicea praktisch gepflastert ist. Selbstsucht. Mangel an Bescheidenheit. Lahme, leblose, gefühllose religiöse Erfahrung. Halbherzige Christen. Eigendünkel. Geistliche Selbsttäuschung. Die Einnahme einer nicht zur Übergabe bereiten Haltung in geistlichen Angelegenheiten. Das Fehlen von Bescheidenheit. Zufriedenheit in ihrer Selbstsicherheit. Heuchelei. Eigenliebe, leere Täuschung, mutwillige Unwissenheit. Schwelgen im Stolz, Neid und zum Schluss weltliche Ambitionen. Die Straße ist gepflastert. Von all diesen oder mit all diesen Dingen. Ich hätte hier noch mehr platzieren können. All diese Dinge sind im Bibelkommentar ausführlich zum Thema Laodicea beschrieben. Ich musste hier passen, weil ich das nicht alles auf die Folie bekommen hätte. An weiterer Stelle schreibt Ellen White, durch die Federführung des Geistes Gottes. Die Hoffnung des ewigen Lebens muss gut gegründet sein. Sie ist etwas, das zwischen Gott und euch für alle Ewigkeit gefestigt sein muss. Eine ungewisse Hoffnung dagegen wird euren Untergang herbeiführen. Da ihr mit dem Wort Gottes steht oder fallt, muss dieses Wort die Grundlage eurer Lebensführung sein. Darin könnt ihr erkennen, was von euch erwartet wird, um ein Christ zu werden.
Legt eure Waffenrüstung nicht ab und verlasst das Kampffeld nicht, ehe ihr die Gewissheit des Sieges habt und mit eurem Erlöser triumphieren könnt. Das alles, meine Herzallerliebsten, sind sehr harte, ja, ich würde sagen, schon fast brutale Worte. Das tut weh. Und ich zitiere hier noch einen Text im Zusammenhang dieser Brutalität, die uns hier trifft, voll und ganz. Prediger, die die gegenwärtige Wahrheit verkündigen, sind verpflichtet, die ernste Botschaft an die Gemeinde Laodicea nicht zu vernachlässigen. Das Zeugnis des treuen Zeugen ist nicht sehr angenehm. Das Zeugnis Jesu Christi, das Wort Jesu Christi, ist nicht angenehm, meine Lieben. Es tut weh. Es erfüllt uns mit Freude. Es stärkt uns. Es kräftigt uns. Aber es tut auch weh. Das geht manchmal so weit, dass du denkst, du gehst kaputt. Aber du wirst leben. Die Botschaft, die wir hier lesen, ist für die letzte Gemeinde aufgeschrieben. Für uns, nicht für jemand anderen, für uns. Wer sind wir? Wer sind wir? Was stellen wir da? Was in unserem Leben bewegt uns, nach hier zu kommen? Was in unserem Leben führt uns dazu, mit unseren Liebsten hier zusammenzukommen, um Gott zu danken, ihn zu preisen, zu loben und zu verherrlichen? Was? Wir lesen in Korinther, im 2. Korinther 13,5 eine interessante Botschaft. So prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Ob ihr im Glauben seid, sind wir im Glauben, meine Lieben, meine treuen Nachfolger Jesu Christi, sind wir im Glauben? Stehen wir im Glauben? Stehen wir fest im Glauben? Stehen wir so, dass wir nicht fallen? Stehen wir, dass wir nicht anfangen, in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung, irgendetwas zu verdrehen oder zu philosophieren? Wir werden im Verlauf des Tages noch näher auf große Problematiken eingehen, die wir vielleicht alle noch nicht so erkannt haben. Untersuchet euch selbst oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. An anderer Stelle steht, prüft euch. Lesen wir dazu einen weiteren Text. Ich spreche offen. Lesen wir Zeugnisse für die Gemeinde. Ich spreche offen und glaube nicht, dass dadurch ein echter Christ entmutigt wird, durch die Botschaft Laodicea. Ich möchte auch nicht, dass einer von euch die Trübsalzeit ohne festgegründete Hoffnung auf den Erlöser erlebt. Seid entschlossen! Wenn wir unsere zukünftige Ehefrau entdecken durch die Hilfe Gottes, dann sind wir entschlossen, diese zu heiraten. Oder, Soran? Auch wenn der Euro dann nur noch 50 Cent wert ist. Wir müssen uns gemeinsam ergänzen und das Geld teilen. Aber wir sind entschlossen. Wir sind entschlossen, Ja zu sagen zu unserer Liebsten, die wir lieben. Seid aber entschlossen, euch in keiner Weise etwas vorzumachen. Seid entschlossen, euch in keiner Weise etwas vorzumachen.
vergewissert euch, ob euch das himmlische Erbe zusteht. Seid aufrichtig gegen euch selbst. Denkt ständig daran, dass Jesus seinem himmlischen Vater eine Gemeinde ohne Flecken und Runzel zuführen möchte. Was heißt das? Eine Gemeinde ohne Flecken. Ich lade euch recht herzlich ein, heute Nachmittag oder Spätnachmittag um 18 Uhr hier zu sein. Wir werden das näher betrachten, was das bedeutet. Ohne Flecken. Man wird nichts entdecken, meine Lieben. Man wird nichts Böses sehen in dieser Gemeinde. Wir werden glänzen wie die Edelsteine. Lasst euch ermutigen durch diesen Text. Unter Fasten, ernstem Gebet, tiefer Herzensforschung und strenger Selbstprüfung, lege deine Seele offen. Seele offen leben. Was heißt das? Nicht ein Teil, nicht ich bin reich, ich habe genug. Alles. Alles offen leben. Alles. Lass nichts. Das ist ganz interessant. Lass nichts. Deiner kritischen Untersuchung entgehen. Seid entschlossen. Seid entschlossen, auch das Schlimmste in eurem Fall zu erfahren. Ich habe eben gesagt, das tut weh. Wahrheit tut weh. Als ich zu Jesus gekommen bin, als ich hier in dieser Gemeinde ein Daniel-Seminar besucht habe, habe ich eine Botschaft gehört, die mich zum Nachdenken angeregt hat. Und diese Botschaft tat weh. Ich musste meinen Stolz ablegen. Aber diese Botschaft habe ich geprüft. Diese Botschaft war mir unangenehm, aber ich habe sie geprüft und ich musste feststellen, dass diese Botschaft stimmt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Hans-Dieter, wo befindest du dich in deinem Leben? Plötzlich war nichts mehr in Ordnung. Plötzlich stellte ich fest, dass in meinem Leben einige Dinge praktiziert wurden, die mit dem, was Jesus eigentlich mit jedem Menschen vorhat, nicht übereinstimmen. Es erschütterte mich am ganzen Körper. Und ich musste mein Leben umstellen. Und ich konnte es umstellen und versuche es heute noch mit Hilfe unseres Herrn Jesus weiterhin umzustellen. Manchmal fehlt uns die Zeit, aber lasst uns diesen Text lesen. Wer keine Zeit hat, seiner eigenen Seele die Aufmerksamkeit zu schenken, um täglich, also nicht wöchentlich, nicht monatlich, nicht jährlich, um täglich zu untersuchen, ob man in der Liebe Gottes lebt, wer sich nicht in den Kanal des Lichts stellt, der wird dann die Zeit haben, um auf die Vorschläge Satans und die Ausführung seiner Pläne einzugehen. Was für eine Katastrophe. Was für eine Katastrophe. Und trotz all dieser Anschläge, trotz all dieser mit Behutsamkeit angelegten Attacken Satans auf uns, auf unsere Person, auf unsere Kinder, auf uns als Väter und Mütter, als Familie, lesen wir Folgendes. Aber der treue Zeuge stellt die Lauen nicht als hoffnungslos dar. Wunderschön.
Es gibt noch eine Gelegenheit, ihren Zustand zu heilen, und die Laodicea-Botschaft ist voller Ermutigung, denn die zurückgefallene Gemeinde kann noch das Gold des Glaubens und der Liebe kaufen und das weiße Kleid der Gerechtigkeit Christi haben, damit die Schande ihrer Blöße nicht offenbar werde. Herzensreinheit und Reinheit des Beweggrundes können noch die Kennzeichen derer sein, die halbherzig sind und danach streben, Gott und dem Mammon zu dienen. Kann man Gott und dem Mammon dienen? Ich habe hier gerade eine Stimme gehört. Nein. Niemand kann zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Wenn wir Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon, dann dienen wir dem Mammon und nicht Gott. Das ist das Problem. Ist uns das klar? Sie können noch das Gewand Ihres Charakters waschen und es im Blut des Lammes weiß machen. Der treue Zeuge diagnostiziert den Fall aufrichtig und beschreibt ein Heilmittel. Die weißen Kleider, die Gerechtigkeit Christi, die im Charakter zum Vorschein kommt. Gold, der Glaube an Gott. Und Augensalbe, die Gottes Wort darstellt. Diese Salbe schärft das Gewissen bei ihrer Anwendung, denn diese Augensalbe, meine Herzallerliebsten, überzeugt von Sünde. Das Schärfen ist jedoch notwendig, damit die Heilung folgen kann und das Auge nur auf die Ehre Gottes schaut. Was ist unser Problem? Wir weigern uns, das persönlich anzuwenden. Wir haben ein Problem damit. Und ich gebe zu, auch ich. Ich habe ein Problem damit, das persönlich anzuwenden. Und deshalb, und nur deshalb, laufen die Dinge in meinem Leben nicht so, wie sie eigentlich laufen können. Instinktiv wenden wir uns schon mal davon ab. Sind wir bereit zu kämpfen? Oder wählen wir lieber angenehmere Dinge? Oder denken wir, dass das nicht auf uns zutrifft? Können wir, und diese Frage muss ich hier stellen, es wagen, das so schnell abzutun? Können wir das wagen? Wir haben hier einen Ratschlag. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße und Augensalbe deine Augen zu salben, dass du sehen mögest. Die letzte Gemeinde vor der Wiederkunft Jesu wird mit dem bedeutsamen Namen Laodicea benannt. Wir kennen das alle. Wir wissen das, das ist für uns nichts Neues. Aber wir sind dennoch nicht von dieser Botschaft angetan. Sind wir bereit, diese Botschaft neu in uns aufzunehmen? Ich bitte euch darum. Denkt über diese Botschaft nach. Ich bitte euch von ganzem Herzen darum. Und der Herr Jesus tut es noch mehr. Schließt all eure Schwächen in eure Gebete ein. Prüft euch selbst, wo ihr steht im Glauben. Und lasst euch stärken durch unseren Herrn. Der treue Zeuge beschreibt diese Gemeinde als eine merkwürdige Vermengung. Ist euch das bewusst? Der treue Zeuge beschreibt diese Gemeinde als eine merkwürdige Vermengung. Was schließen wir daraus? Eine merkwürdige Vermengung zwischen Fleisch und Geist. Aber was schließen wir daraus? Eine unheilige Verbindung. Ich weiß, das tut weh. Ich weiß, das trifft uns bis auf den Nerv. Aber wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Wenn wir schon treue Nachfolger Jesu Christi sein wollen,
dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass in der Gemeinde etwas vermischt wird. Und ich rede hier nicht von Katholiken, auch nicht von Protestanten. Ich rede hier von Adventisten. Aber wie glücklich sind wir, dass wir eine göttliche Weissagung haben über die besonderen Fallen Satans. Wie glücklich sind wir. Wir können uns glücklich schätzen, dass diese Fallen, die Satan strickt, aufgedeckt werden durch das Wort Gottes. Wenn wir die Botschaft lesen, wenn wir die Schrift lesen, dann spricht Gott zu uns. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Wir wurden nicht nur gewarnt, uns wurde auch versichert, dass Gott uns das göttliche Heilmittel zur Verfügung stellt. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht toll? Ein göttliches Heilmittel steht zur Verfügung. Gold zu kaufen, damit wir reich werden, um aus dieser geistlichen Armut herauszukommen. Weiße Kleider zu kaufen, damit unsere Blöße bedeckt wird, unsere Schande. Und er bietet uns Salbe für die Augen an, um unsere Blindheit zu heilen. Wunderbar. Kraftvoller können die Aussagen gar nicht sein. Mit anderen Worten, niemand von uns braucht in Wirklichkeit ein lauwarmer Laodizeer zu sein. Niemand. Niemand. Lesen wir Gottes Wort. Welche ich lieb habe, was macht Gott? Die Strafe und züchtige ich, so mache dich auf und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Seid ihr wach? Ja. Dankeschön. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hören wir das Klopfen noch? Meine Lieben, hören wir das Klopfen noch? Das, was mich in diesen Versen am meisten beeindruckt, ist, dass Gott die Gemeinde liebt. Gott liebt seine Gemeinde. Und wir können Gott nur dafür danken, dass er uns liebt. Und das ist wunderschön, wunderschön. Er liebt uns, obwohl sich die Gemeinde selbst täuscht. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine wunderschöne Erfahrung, die uns hier der Text vermittelt? Er bittet sie, die Gemeinde umzukehren, eine Lösung für all ihre Gebrechen anzunehmen. Und in klarer, einfacher Sprache sagt er, tut Buße. Was bedeutet das, tut Buße? Bruder Golubic hat da etwas vorbereitet, wenn er es nicht schon vorgetragen hat oder gepredigt hat. Hochinteressant. Kehrt um, öffnet Jesus die Türe, lasst sie nicht verschlossen, kehrt um, hört auf das Klopfen. Aber weswegen müssen wir uns verändern? Weswegen müssen wir Buße tun? Was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür? Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Und weißt nicht. Laodizeer sind in ihrem verzweifelten Zustand blind. Blind in ihren Entscheidungen, blind in ihren Lehren. Wir werden uns auch damit heute Nachmittag auseinandersetzen. Blind in ihren Entscheidungen, blind in ihren Lehren.
Ich habe einiges zusammengestellt, was mich in den letzten Wochen unwahrscheinlich aufgeschreckt hat. Und das ist das wahre Problem Laodiceas. Sie, die Gemeinde, kann nicht wirklich sehen. Und das trifft auf uns alle zu. Das Tragische in ihrer Situation ist, dass sie ihren eigenen jämmerlichen Zustand nicht erkennt. Aufrufe, sich von Sünde zu bekehren, haben wir die noch? Hören wir die noch? Hören wir noch diese Aufrufe, sich von Sünde zu bekehren? Und wenn sie dann zustande kommen, vorgetragen werden, erbringen sie deshalb keine Reaktion, weil die Laodicea nicht sehen können. Sie sind blind. Sie sind unfähig, Sünde richtig zu erkennen. Und wie ernst ist die Lage? Wie ernst ist der Zustand der Gemeinde Laodicea? Und wie ernst ist die Lage, den Zustand der Gemeinde Laodiceas näher zu betrachten, tiefer zu durchforschen? Nicht hier, hier, da. Wenn ich das lese, dann geht's hier, hier rein, in die Tiefe des Herzens. Und wie wichtig ist die Arbeit, die eingeschlafene Herde wieder aufzuwecken, sodass sie vor Freude anfängt zu blöken. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Wir kämpfen ja alle an der gleichen Front. Aber wenn wir nach hier kommen und erwarten hier irgendwie eine, wie soll ich sagen, von Gefühlen bewegte, emotionale Geschichte, dann sind wir auf dem falschen Schiff. Es geht sich darum, das Wort Gottes, das, was er uns sagt, ernst zu nehmen, umzusetzen im persönlichen Leben. Das betrifft jeden Einzelnen von uns. Schwester White schreibt dazu Folgendes. Schatzkammer der Zeugnisse, Seite 54. Das ist Kapitel Nummer 10, die Sichtung. Das Zeugnis des treuen Zeugen, also die Laodicea-Botschaft, ist nicht einmal zur Hälfte beachtet worden. Also 50%. Die ernste Botschaft, von der das Schicksal der Gemeinde abhängt, wurde geringschätzig behandelt, wenn nicht gar völlig missachtet. Was heißt das? Wenn meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich und ich missachte das, was passiert? Was passiert? Eines Tages wird sie mich nicht mehr lieben. Und Gott liebt uns. Jeden. Die Kleinsten. Die jungen Mädels. Die Jugend, die Kinder. Die etwas Erwachseneren. Die etwas Älteren. Die Omas und die Opas, wozu ich gehöre. Sicherlich benötigen wir keine stärkeren Worte als diese. Aber wenn wir anfangen, die Liebe Gottes zu missachten, wenn wir anfangen, Botschaften, die lebenswichtig sind, die überlebenswichtig sind, zu missachten, dann begehen wir Selbstmord auf Raten. Selbstmord auf Raten. Sicherlich benötigen wir keine stärkeren Worte als diese, um uns von der Notwendigkeit des richtigen Verstehens dieser Botschaft zu überzeugen.
und die Dringlichkeit des Aufrufes, rufe laut, schone nicht. Heißt nicht, dass wir hier aufeinander draufschlagen. Auch damit werden wir uns heute Nachmittag auseinandersetzen. Nennt Sünde bei ihrem Namen, zeigt, dass die Gemeinde ein sehr gezieltes Zeugnis gegeben werden muss. Was heißt es, Sünde beim Namen zu nennen? Heißt das, dass Ehebruch Sünde ist? Heißt das, dass Lügen Sünde ist? Was heißt es, Sünde beim Namen zu nennen? Also, was ich gerade zitiert habe, wenn das heißt, Sünde beim Namen zu nennen, dann hat jeder Adventist auf dieser Erde die Laodicea-Botschaft treu verkündet. Das ist so hundertprozentig wie das Amen während der Gottesdienst. Lasst uns folgenden Text dazu lesen. Das forschende Zeugnis des Geistes Gottes wird jene von Israel trennen, die schon immer im Kampf mit den Mitteln standen, die von Gott eingesetzt sind, um Verderbnis von der Gemeinde fernzuhalten. Unrecht muss Unrecht genannt werden, schwerwiegende Sünden müssen bei ihrem Namen genannt werden. Und auch das tut wieder weh. Heißt das, dass wir auf unsere Geschwister draufhauen sollen? Wir sind vorsichtig, ne? Keiner möchte sich hier in irgendeiner Sache äußern. Wir sind sehr vorsichtig, weil wir selber unseren Zustand kennen. Und das ist gut so. Das ist es. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja? Aber wie gehen wir mit dieser Botschaft um? Niemandem gefällt es, auf seine Sünden hingewiesen zu werden. Und trotzdem muss die Laodicea-Botschaft in der Gemeinde kraftvoll verkündigt werden. Warum? Warum? Wenn wir meinen, es ist alles in Ordnung, dann sind wir verloren. Wollen wir, dass wir verloren sind? Stefan, möchtest du, dass ich verloren gehe? Ich möchte das auch nicht, dass du verloren gehst. Franziska, möchtest du, dass ich verloren gehe? Also was müssen wir tun? Keiner von uns möchte, dass einer von uns verloren geht. Das ist doch klar. Warum? Warum möchte das keiner? Bitte? Weil wir uns lieben. Kämpfen und beten wir aber noch für diese Angelegenheit oder äußerst wichtige Angelegenheit. Wir schauen immer auf das Äußere. Uns fällt immer auf, was der andere tut, aber bei mir selber fällt das nicht auf. Du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Und ich ertappe mich oft dabei, was ich meinen Kindern immer wieder aufs Neue ans Herz lege. Und ich selber bin aufbrausend, ungeduldig und. Eine lange Kette. Was ist das störende Grundproblem der lauwarmen Gemeinde? Was ist das störende Grundproblem der lauwarmen Gemeinde Laodicea? Wenn sie ganz und gar verweltlicht wäre, und da lege ich jetzt besonders große Aufmerksamkeit drauf, wenn sie ganz und gar verweltlicht wäre, was wäre sie? Kalt. Ist sie aber nicht. Sie wird uns nicht als ganz kalt beschrieben. Also haben wir schon einen Pluspunkt, oder? Ist doch schön. Gute Botschaft. Ach, jetzt fühlen wir uns wieder. War nicht so hart heute, Hans-Dieter. Oder nicht so hart, himmlischer Vater. Schließlich wollen wir ja gestärkt nach Hause gehen. Aber ist die Gemeinde völlig in Christus? Wenn sie das wäre, dann wäre sie warm. Es gibt eine Vermischung, meine Lieben, ob wir das wollen oder nicht. Es gibt eine Vermischung.
Es gibt eine halbherzige Verbindung, die eine Atmosphäre von Mattigkeit und Gleichgültigkeit geschaffen hat. In einigen Dingen, nicht in allen. Ich möchte das betonen. In einigen Dingen, nicht in allen. Ja, wenn es hier um geht, Aufgaben ernst zu nehmen, da sind wir wachgerüttelt, da stehen wir stramm, oder? Es gibt zwei Tatsachen, die wir nicht übersehen dürfen in Bezug auf diese Feststellung. Die Gemeinschaft ist eine Körperschaft oder ein Körper. Und was immer einen Teil von ihr betrifft, wird auch andere Teile entweder negativ oder positiv betreffen. Das ist klar. Zweitens, wir müssen das Problem Laodiceas sehen lernen als einen Teil von Satans großem Plan, die Gemeinde zu untergraben. Und er wird versuchen, und er ist dabei, verschiedene oder bestimmte Umstände innerhalb der Gemeinde zu schaffen, mit dem Ziel, seinen Plan, diesen satanischen Plan, den er versucht hat, in himmlischen Höfen durchzusetzen, auch in der Gemeinde durchzusetzen. Was ist sein Ziel? Welche weitreichenden Strategien hat er angewendet? Satans Schlachtplan Nummer 1, Zweifel an der Lehre. Heute Nachmittag werden wir uns hier einfinden, 18 Uhr. Ich will euch alle sehen. Der Herr möge euch segnen. Amen. Amen. Lasst uns still werden und beten. Unser himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir sind schwach. Trotzdem möchten wir nicht verloren gehen. Hilf uns, dass wir alles, was wir heute gehört haben, von dir, Herr, hilf, dass wir diese Worte in unser Herz schreiben. Hilf uns durch deine Kraft, dass wir es schaffen, uns neu zu überprüfen. So segne uns als Gemeinschaft. Segne unsere Familien. Segne uns als Väter und Mütter. Segne unsere Kinder. Segne unsere Freunde, die uns sehr nah sind. Und hab Dank, Herr, dafür, dass du uns immer wieder aufs Neue begeisterst, durch deine Liebe. Natürlich sind auch deine Worte hart, aber sie dienen uns zur Züchtigung und zur Ertüchtigung, unser Leben zu überprüfen. So sei du nun mit uns, mit jedem Einzelnen, wenn wir nach Hause fahren. Behüte und bewahre unser Leben auf dem Nachhauseweg. Hilf, dass wir in familiärer Runde mit unseren Liebsten bereit sind, darüber nachzudenken und zu diskutieren. Hilf uns, dass du durch die Kraft deines Geistes weitere Impulse in unserem Herzen setzt. Offenbare uns durch deine Kraft, wie tief wir in Sünde gefallen sind, was uns noch im tiefsten unseres Herzens verschlummert liegt. Offenbare du alles, Herr, sodass wir eines Tages vor dir stehen können oder, wenn du kommst, dir ins Angesicht schauen können. Herr, du kommst. Lass uns die Zeit nutzen, mit deiner Kraft uns auf diese Wiederkunft vorzubereiten. Sei mit den Schwachen, die heute hier nicht anwesend sein konnten. Sei auch mit denen, die noch auf der Suche sind, Herr. Und selbst wir, die wir meinen, stark zu sein, sind wir doch blind. Wir sehen nicht alles. Mach uns aufmerksam. Halte uns die Treue. Und Herr, hab Dank für alles, was du uns zuteil werden lässt in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Wir haben heute Morgen den ersten Teil gehört zum Thema Laodicea. Und wir haben einige Textpassagen gelesen, die unsere Schwester Ellen White durch die Federführung des Geistes Gottes geschrieben hat. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist das Grundproblem der lauwarmen Gemeinde Laodicea? Und da gibt es viele. Wir haben uns vielleicht immer auf eine Sache konzentriert oder unseren Fokus auf eine Sache gelegt. In Wirklichkeit sind es aber mehrere. Und interessant ist, wie sich das in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, bei jedem Einzelnen im Leben herauskristallisiert. Ich habe erwähnt, die Gemeinschaft oder dass die Gemeinschaft eine Körperschaft ist. Und immer dann, wenn ein Teil von ihr betroffen ist, dann trifft es auch andere. Eins zieht das andere mit sich. Der andere Teil oder die anderen Teile werden dadurch immer beeinträchtigt. Entweder negativ oder positiv beeinflusst. Und wir müssen das Problem Laodiceas sehen lernen als einen Teil, und da habe ich unsere Aufmerksamkeit zum Schluss ganz besonders drauf gelegt. Wir müssen das Problem Laodiceas sehen lernen als einen Teil von Satans großem Plan, die Gemeinde zu unterwandern. Haben wir noch Gäste? Dann warte ich so lange. Seid herzlichst willkommen. Freut mich, dass ihr die Zeit gefunden habt. Wie sieht nun sein Schlachtplan aus? Und ich habe einen Punkt vermerkt: Zweifel an der Lehre. Wenn Glieder die Gemeinde verlassen, was ist der Grund dafür? Wir denken meistens, sie kommen mit der Wahrheit nicht klar. Aber ist das wirklich so? Weil alle, die die Gemeinde verlassen haben, kennen die Wahrheit. Aber weshalb haben sie die Gemeinde verlassen? Oder warum wird die Gemeinde verlassen? Das ist meistens wegen der Anziehungskraft des Fleisches. Wie sieht das praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus? Die Schrift verheimlicht uns das in keiner Weise, denn sie sagt, Gott spricht durch uns, durch sein Wort und sagt, sie sind von der Welt. Darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, die treuen Jünger. Die treuen Nachfolger. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Was bedeutet das? Diese Worte, die wir hier lesen, bestätigen uns Folgendes. Diejenigen, die sich der Welt anpassen, und das ist das Problem, sind nicht fähig, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Die feine Fähigkeit, zwischen Verfälschung und Echtheit zu unterscheiden, ist abhängig wovon? Von unserer persönlichen Trennung von der Welt. Wenn wir uns mit der Welt verbinden, wenn wir im Einklang mit der Welt leben,
dann wird die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, abnehmen. Und zwar so stark, dass wir in Blindheit verkommen, meine Herzallerliebsten. Ich bin heute Morgen etwas näher auf diese Thematik eingegangen. Bitte beachtet, es gibt keine gesunde Regel der Schrift, die fordert Trennung von der Welt, um Gottes Willen und Rat zu verstehen. Es gibt eine gesunde Regel, die fordert Trennung von der Welt. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist. Ruben, wir haben unterwegs ein wenig gesprochen. Prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Können wir das in der Welt finden, das Vollkommene? Ich frage euch jetzt. Finden wir in der Welt das Vollkommene? Finden wir in unseren Häusern das Vollkommene? Da liegt noch Staub rum, den musst du wegputzen. Das ist immer mit viel Arbeit verbunden. Finden wir in unserem Job das Vollkommene? Wo finden wir denn das Vollkommene? Können wir dem wunderbaren Faden der Wahrheit in all diesen Texten folgen? Worum geht es hier? Wir können göttliche Dinge nicht verstehen, während wir den Geist der Welt empfangen. Das ist das Problem. Und wir werden göttliche Dinge nicht verstehen, wenn wir den Geist der Welt empfangen oder empfangen wollen. Heißt, wenn wir uns nicht mit Gott verbinden oder verbünden, nicht Jesus Christus an unserer Seite wählen, was haben wir dann? Was erleben wir dann? Absolute Blindheit, meine Lieben. Blindheit. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ist das so? Aber was ist uns von Gott geschenkt? Das ist ein Teil. Was ist uns von Gott geschenkt? Haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht, wie reichlich wir beschenkt sind? Denkt drüber nach. Ich werde auf dieses Geschenk später nochmal eingehen. Wenn jemand dessen Willen tun will, den Willen Gottes, davon ist hier die Rede, wird er inne werden. Wenn er dessen Willen tun will, wird er inne werden. Ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede, das sagte Jesus. Jesus steht vor den Pharisäern und sagt ihnen, meine lieben Freunde, jetzt hört mir mal zu. Wenn jemand den Willen meines Vaters tun will, ich drücke es einfacher aus, wird er inne werden. Was heißt inne werden? Besitzen wir noch die Fähigkeit, inne zu werden? Sind wir noch bereit, uns ein wenig zu verinnerlichen, was es bedeutet, ein wahrer Nachfolger Jesu Christi zu sein? Sind wir noch bereit zu kämpfen? Für das, wofür Jesus Christus einstand. Sind wir bereit, die Fackel anzuzünden? Das Öl zu gebrauchen, was uns zur Verfügung steht? Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich Jesu meine eigenen Gedanken vortrage. So könnte man es auch übersetzen. Hier besteht Jesus Christus darauf, dass man bereit sein muss, seinen Willen zu tun, um seine Lehre als Wahrheit zu erkennen.
Das eine greift ins andere. Und wichtig ist dabei, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich weiß, dass das ein Kampf ist. Und Johannes schreibt weiterhin, habt nicht lieb die Welt noch. Was steht da? Habt lieb die Welt? Habt nicht lieb die Welt. Was bietet uns die Welt? Diese Welt bietet uns unwahrscheinlich viel. Und nimmst du ein Stück und gibst du Satan den kleinen Finger, der reißt dir die Hand ab. Der reißt dir die Hand ab. Und wenn du dann zurück willst, dann versucht er dich in Stücke zu reißen. Da geht er umher wie ein brüllender Löwe. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wo sind wir hier, wenn wir hier zusammenkommen, meine Liebsten? Wir befinden uns hier nicht auf dem Tivoli, wo es heißt, wir haben 3-0 gewonnen, Epipura. Wir sind hier im Vorhof. Und wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass, wenn wir nach hier kommen, es mit der höchsten Macht des Universums zu tun haben. Und die fordert etwas von uns. Niemand kann die Tatsache übersehen, dass Johannes den, der Gottes Willen tut, mit dem identifiziert, der nicht die Welt liebt. Jesus sagt, dass dies der einzige Weg ist, auf dem jemand erkennen kann, ob die Lehre wahr ist oder nicht. Und diese gewaltige Beziehung zwischen Ursache und Wirkung wird von Ellen White bestätigt. Sie schreibt, der Verstand vieler ist wunderbar. Was steht da? Verfinstert? Jetzt wieso? Aber nicht nur verfinstert, auch verwirrt. Wodurch? Jetzt wodurch? Da haben wir es wieder. Durch weltliche Gebräuche, durch weltliche Handlungsweisen, weltliche Einflüsse. Und was hat das zur Folge? Dass alle Kraft zwischen Licht und Finsternis, Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, zerstört zu sein scheint. Bitte beachtet das. Zerstört zu sein scheint. Wir können uns noch glücklich schätzen. Das sollte uns Mut machen und Mut geben. Alles das, was wir tun, neu zu überdenken, im stillen Gebet mit unserem Herrn Jesus Christus, unserem Vater im Himmel, einen Neuanfang zu starten. Sie bekommen, also diese Sätze bekommen eine neue Bedeutung in unserem Leben oder sollten eine neue Bedeutung im Lichte der gegenwärtigen theologischen Entwicklung in der Gemeinde haben. In Übereinstimmung mit Gottes Wort, und das ist definitiv so, das war auch in meinem Leben so, müssen wir zwei Tatsachen kennenlernen. Vielleicht auch wieder aufs Neue oder immer wieder aufs Neue kennenlernen. Kompromiss mit der Welt und Verfälschung der Lehre innerhalb der Gemeinde. Ich rede von uns. Die Laodicea-Botschaft ist nicht für Protestanten, für Katholiken oder für sonst. Diese Laodicea-Botschaft gilt uns. Wir, die wir uns treue Nachfolger Jesu Christi nennen. Ist Fortschritt gut? Wohin hat uns der ganze Fortschritt geführt? Wohin führen uns die neuen Lehren? Wohin führen uns die Kompromisse?
die wir eingehen. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir mal ein bisschen Halligalli machen. Aber ist das eigentlich unsere Vorstellung von einem christlichen Leben? Ist es das, warum wir nach hier kommen? Ich fürchte, dass wir im Namen des Fortschritts oder der Kompromisse, die wir schließen, vieles von der Wahrheit aufgegeben wird. Ist diese Entwicklung nicht manchmal auch hier zu sehen? Und wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott nie zu ändern oder aufzugeben beabsichtigt hat, dann begehen wir einen tödlichen Fehler. Dann begreifen wir nicht, warum wir hier sitzen, warum wir Gott dienen, anbeten und verherrlichen wollen. Ich weiß, das ist ernst, aber es ist die Wahrheit. Sind wir zu gleichgültig und zu tolerant gegenüber satanischen Kräften geworden? Kann das sein? Ist das möglich? Wir sagen nein. Wir sagen nein. Nein, wir stehen fest in der Wahrheit. Durch große Versäumnisse, das Material in unseren offiziellen Veröffentlichungen besser zu überprüfen, haben wir den Samen des gegenwärtigen Dramas in der Lehre ausgestreut. Leider. Aktuelle Diskussion, Priesterinnen innerhalb unserer Gemeinschaft. Wer hat dieses Advent-Echo gelesen? Jeder? Habt ihr das gelesen? Ja. Priesterin? Die Schrift hat nie und nimmer eine Priesterin erwähnt. Wenn sie Priesterinnen erwähnt, dann nur in diesen heidnischen Tempeln. Und was hatten sie für einen Beruf? Ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil ich eure Gefühle nicht verletzen möchte. Aber interessant ist, wie Satan das versucht, jetzt hier in irgendeiner Form zu biegen. Sind wir noch bereit, all das, was hier drin geschrieben steht, deutlich zu studieren? In einem anderen Advent-Echo oder Adventisten heute, nicht die Adventisten von gestern, Adventisten von heute, sind modern. Ja? Habt ihr gelesen? Wenn die Hoffnung stirbt, Selbstmord ist kein Mord. Aber was ist Selbstmord dann? Was ist das? Hier steht sehr subtil eingesetzt, Selbstmord aus Sicht der Bibel, eine behutsame Betrachtung. Behutsame Betrachtung. Wir müssen diese neuen theologischen Erkenntnisse behutsam betrachten, ganz vorsichtig, geduldig, geduldig, bis wir dann zu dem Entschluss kommen, Selbstmord ist okay. Und dann machen wir Ende mit unserem Leben. Und was stehen wir da, wenn Jesus kommt? Auf Satans Seite. Ich verstehe hier unsere verantwortlichen Redakteure nicht, dass sie so etwas in diese Zeitschriften integrieren. Diese Botschaften sollten uns wachrütteln. Aber Adventisten heute. Was können wir tun? Was können wir tun? Wir können etwas tun. Wir können und wir müssen weiterhin tief, fest und öfter die Schrift studieren, damit wir in der Wahrheit feststehen und fest bleiben. Immer wieder hat uns Schwester Weid auch wiederum durch göttliche Kraft anschauliche Beschreibungen geliefert und den Grund der Abnahme der Gliederzahl
beschrieben. Und zwar ist sie auf die Anpassung mit der Welt eingegangen und ihre Vereinigung mit der Welt. Die Zeit, in der jeder Mensch geprüft werden wird, ist nicht mehr fern. Dann wird man uns das Halten des falschen Sabbats aufnötigen wollen. Der Streit um Gottes und der Menschengebote wird entbrennen. Und jetzt kommt etwas. Da kommt etwas ganz Entscheidendes. Alle jene, die Schritt für Schritt den Forderungen der Welt nachgegeben und sich weltlichen Sitten angepasst haben, werden sich dann eher den Obrigkeiten unterwerfen, als sich dem Hohn, dem Schimpf und der angedrohten Einkerkerung oder gar dem Tode auszusetzen. Zu der Zeit wird das Gold von den Schlacken getrennt werden. Sind wir bereit, diesen Schritt zu gehen? Wenn wir jetzt schon die Hosen voll haben, wenn wir das lesen, dann betet ohne Unterlass, dass Gott euch stärkt. Und alle, wir alle, jeder für jeden betet, wir alle für uns beten, dass wir kraftvoll im Gebet sind, dass wir uns nicht Angst machen müssen. Ich habe heute Morgen in der Sabbatschullektion gesagt, den Krieg, den Satan anzettelt, kann er nicht gewinnen und wird er nicht gewinnen. Er bleibt immer auf der Verliererstraße. Ihr werdet das gleich sehen, damit ihr mit Hoffnung nach Hause geht. An anderer Stelle schreibt Ellen White, ich würde sagen, dass wir in der feierlichsten Zeit leben. In was für einer Zeit? In einer schrecklichen? Nein, in der feierlichsten. In der feierlichsten Zeit leben. In der letzten Vision, die mir gegeben wurde, sah ich die erschreckende Tatsache, dass nur ein kleiner Teil derer, die jetzt die Wahrheit bekennen, durch sie geheiligt und gerettet wird. Viele werden sich über die Einfachheit des Werkes erhaben fühlen. Sie werden mit der Welt übereinstimmen und an ihren Götzen festhalten und geistlich leben. Ne? Absterben. Tut weh, ne? Jene, die sich mit der Welt vereinigen, bekommen den Charakter der Welt und bereiten sich für was vor? Seht ihr das? Aber wollen wir das? Wollen wir das? Keine Angst, sagt nein, wenn es auch im Stillen geschieht, sagt nein. Bereiten sich für das Mahlzeichen des Tieres vor. Jene aber, die sich nicht auf ihre Kräfte verlassen, die sich demütigen vor Gott und ihre Seelen reinigen durch Gehorsam der Wahrheit gegenüber, diese erhalten den himmlischen Charakter und bereiten sich für das Siegel Gottes auf ihren Stirnen vor. Nur dann wirst du Bestand haben. Hier sehen wir auch das Endergebnis eines Programms, was durchleuchtet wurde, durch den Geist der Weissagung. Hier offenbart sich, wie Satan uns versucht, durch weltliche Sitten und Gebräuche und durch falsche Lehren, ich wiederhole es, von Gott wegzuziehen, damit wir in unserem Gedankengut, im Glaubensgut geschwächt werden. Um an Stärke, an Kraft, an göttlicher Kraft zu verlieren, damit, wenn der Zeitpunkt der Entscheidung kommt, wir uns für die Welt statt für Gott entscheiden. Geistlicher Zweifel, Verwirrung in der Lehre und der Abfall aufgrund dieser beiden Dinge erfolgt unausweichlich. Ist das nicht erschütternd? Ist das nicht erschütternd? Normalerweise sollte heute die Hütte voll sein. Aber wer ist heute noch gewillt, am Sabbatnachmittag zu kommen? Ich gebe zu, ich bin auch nicht oft hier, Sabbatnachmittags. Aber ich finde zumindest die Kraft, zu Hause eine Andacht zu halten. Dank Gottes Hilfe.
Das ist keine Entschuldigung. Und ich muss auch lernen, mich von Gott verändern zu lassen. Und es tut unserer Seele gut, wenn wir uns hier einfinden würden, alle. So wie wir uns Sabbatvormittags versammeln. Nun, wie ist der Schlachtplan Satans, um diese Art eines tödlichen Gewaltstreiches innerhalb der Gemeinde weiterhin auszuführen? Wir haben den nächsten Punkt. Kleine Anfänge weltlicher Unterwanderung. Kleine Anfänge weltlicher Unterwanderung. Wie findet das statt? Wie kommt sowas zustande? Satan begann durch raffinierte Einführung von Kompromissen, die meistens hart an der Grenzlinie liegen. Gläubige, die das persönliche Schriftstum vernachlässigen, an sich zu ziehen. Da haben wir wieder ein Problem. Wenn du dein persönliches Bibelstudium vernachlässigst, dann hat Satan dich schon auf seiner Seite. So einfach ist das. Schauen wir Champions League. Schauen wir ein bisschen Sport. Schauen wir einen schönen Spielfilm. Wir könnten einfach die Bibel aufschlagen. Das ist der beste Spielfilm. Da sind uns Programme geliefert, die bringen uns dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Aber wir werden nicht beides haben können. Niemand kann zwei Herren dienen. Wir müssen lernen zu verzichten. Worauf? Auf die Welt. Lasst uns einen interessanten Text in dem Zusammenhang lesen. Ich bin begeistert von all diesen Dingen. Ich danke Gott dafür, dass er meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat. Also der Wechsel in ihrem geistlichen Zustand geschah allmählich und fast unmerklich, als sie, die Gemeinde, begann, das Lob und die Freundschaft der Welt zu suchen, wurde ihr Glaube geschwächt. Ihr Eifer träge und ihre feurige Hingabe durch toten Formalismus ersetzt. Jeder Schritt auf die Welt zu war ein Schritt von Gott weg. Das gilt nicht nur für die führenden Kräfte in unseren Gemeinschaften. Nein, das gilt für uns alle. Bin ich verantwortlich für die Sünden meiner Brüder in den Vorständen? Für die Fehler? Für die falschen Entscheidungen? Hier dreht es sich und geht es um jeden Einzelnen. Und hier heißt es, toter Formalismus, was ist das? Komme ich hier hin, um nur abzusitzen und dann ist okay? Oder nehme ich auch was mit? Denke ich drüber nach? Versuche ich mich mit diesen Aussagen zu konfrontieren? Bin ich bereit, einen neuen Anfang zu machen, einen Schritt zu gehen, einen Schritt weiter zu gehen? Mit großer Schlauheit hat Satan unter den Sabbathaltern die spitzfindige Auffassung eingeflößt, dass Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber Gesetzlichkeit bedeutet. Was bedeutet ein religiöses Leben? Frage: Was bedeutet ein religiöses Leben? Wir haben heute Morgen darüber gesprochen in der Sabbatschullektion. Gehorsam. Natürlich. Aber auch noch was anderes. Wenn du Gott gehorchst, was haben wir besprochen? Auch das, aber was resultiert aus diesem Gehorsam gegenüber Gott? Ein religiöses Leben, Gehorsam Gott gegenüber, bedeutet Schwierigkeiten im Leben zu haben. Haben wir noch Schwierigkeiten in unserem Leben? Es gibt einige, die haben Schwierigkeiten. Oder haben wir alle Schwierigkeiten? Ich denke, wir haben alle Schwierigkeiten. Wir haben alle unsere Nöte, wir haben alle unsere Schwierigkeiten, aber wir haben auch bisher alle unsere Schwierigkeiten, alle unsere Nöte überwunden. Warum?
weil wir innerhalb dieser Schwierigkeiten und Nöte und Ängste und sonstigen Ereignisse Gott die Treue gehalten haben. Und nur deshalb. Und nur deshalb. Wir können mit dem Auto über die Autobahn fliegen, 150 Meter weit, auf einen Baum zu. Wir können und können. Gott wird mit uns sein. Gott wird mit uns sein. Gott wird die Dinge so lenken und leiten, dass wir überleben. Und warum? Weil Gott etwas mit uns vorhat. Mit jedem von uns. Was bedürfen wir? Oder wessen bedürfen wir? Lasst uns das lesen. Wir bedürfen einer Wiederbelebung des direkten Zeugnisses. Der Weg zum Himmel ist heute nicht leichter als in den Tagen unseres Heillandes. Und jetzt kommt ein entscheidender Faktor, wo viele noch mit, ich sage mal, oder schon abgeschlossen haben. Einige unserer Sünden müssen beseitigt werden. Bitte? Alle. Was heißt das? Jede von uns geliebte Nachsicht, die unser religiöses Leben hindert, muss aufhören. Schwer, ich weiß. Aber wir schaffen das. Haben wir schon mal Sünden in unserem Leben überwunden? Oder eine? Zwei, drei? Haben wir das? Wir haben das alle. Dann können wir nicht behaupten, die anderen schaffen wir nicht. Wir machen uns das vielleicht ein bisschen einfach, indem wir sagen, ja, ist schwer, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Warum sage ich das? Weil ich an der Sünde festhalte, ich liebe die Welt. Schneiden wir uns noch ein bisschen was vom Kuchen ab, schmeckt ja gut, oder? Ich habe vor kurzem etwas gehört, was mich sehr erschrocken hat. Da hieß es, wir müssen nicht viel über unsere Sünde nachdenken. Was bedeutet das, wenn wir anfangen, nicht mehr viel über unsere Sünde nachzudenken? Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Verwirrung und der Verfall, jetzt rede ich von der Gemeinde, schreiten subtil, das heißt mit Behutsamkeit, fort. Wo wird die größte Sichtung stattfinden? Wir lesen das in Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, Seite 81, 82. Manch ein Stern, den wir wegen seines hellen Glanzes bewundert haben, wird dann in Dunkelheit erlöschen. Die Spreu wird wie eine Wolke vom Wind hinweggetragen werden, selbst von Plätzen, wo wir nur Fluren vom reichen Weizen sehen. Wow, weg. Puh. Wo wir aufgeschaut haben. Was für eine dramatische Beschreibung der kommenden Erschütterung. Wir müssen die Wahrheit für uns kennen und fähig sein, jede Predigt durch das Wort Gottes zu überprüfen. Wenn ich hier oben stehe und ich etwas verkündige, dann bitte ich euch, prüft das. Was hat Jesus gesagt? Prüft mich, ob ich die Wahrheit sage. Und das gilt auch für mich. Und nicht nur für mich, für jeden, der das Wort verkündigt, gilt das. Prüfen. Nicht, dass mir hier jemanden an den Kragen will, aber prüft mich, ob ich die Wahrheit sage. Das ist unabdingbar. Betrachten wir eine weitere inspirierte Feststellung. Viele werden mit der Fackel der falschen Prophetie in ihren Händen auf unseren Kanzeln stehen. Das habe ich nicht geschrieben. Alles das, was ich hier zitiere, sind Texte im Geist der Weissagung.
Viele werden mit der Fackel der falschen Prophetie in ihren Händen auf unseren ganzen stehen, entzündet von der höllischen Fackel Satans. Aber in dieser gleichen Zeit, wenn das geschieht, achtet darauf, wird Gott Verteidiger der Wahrheit ins Leben rufen. Brüder oder Schwestern, die mutig für die Wahrheit bereit sind, einzustehen. Und das sieht folgendermaßen aus. Jene, die sich auf ihren Verstand, ihre Begabung oder Fähigkeit verlassen haben, werden dann nicht in der Leitung der Gefechtslinie oder in den Reihen stehen. Sie haben nicht Schritt gehalten mit dem Licht. In dem letzten feierlichen Werk werden wenige große Männer beschäftigt sein. Sie sind selbstgefällig und unabhängig von Gott, darum kann er sie nicht gebrauchen. Der Herr hat gläubige Diener, die in der erschütternden Prüfungszeit zum Vorschein gebracht werden. Ein weiterer Text. Er wird Männer vom Pflug und aus anderen Tätigkeiten rufen, um Seelen am Rande des Verderbens die letzte Warnungsbotschaft zu bringen. Männer vom Pflug. Man kann Bauern sagen. Einfache Männer, die bereit sind, auf das zu vertrauen, was Gott ihnen anvertraut hat. Was? Was macht der Bauer? Er sät Samen aus im Vertrauen auf Gott, dass Gott diese Saat aufgehen lässt. So ist das. An weiterer Stelle lesen wir, wenn die Zeit kommt, da sie, die dritte Engelsbotschaft, mit großer Kraft verbreitet werden soll, wird der Herr durch demütige Werkzeuge wirken, indem er die Gemüter derer leitet, die sich ihm zum Dienst weihen. Die Mitarbeiter werden viel mehr durch die Salbung seines Geistes als durch die Ausbildung an wissenschaftlichen Anstalten befähigt werden. Wisst ihr, was das heißt? Was bedeutet das? Wenn wir uns diesen Text näher betrachten, die Mitarbeiter werden viel mehr durch die Salbung seines Geistes als durch die Ausbildung an wissenschaftlichen Anstalten befähigt werden. Männer des Glaubens und des Gebets werden sich gedrungen fühlen, mit heiligem Eifer aufzutreten, um die Worte zu verkündigen, die Gott ihnen anvertraut. Die Sünde Babylons werden offenbar werden. Die werden nicht schweigen, diese Männer. Wir werden noch gewaltige Predigten hören, meine lieben Freunde. Da werden uns richtig die Knie wackeln. Da bin ich mir sicher. Nicht nur Männer, unsere Schwestern auch. Schwestern auch, natürlich. Gibt auch treue Schwestern. Gibt Schwestern, die eintreten, die zur Wahrheit stehen, die sie verteidigen. Früher schon und heute genauso. Danke. In was für einer Zeit befinden wir uns? Bezug nehmen dieser Tatsache, all dieser Dinge, die wir hier gelesen haben, oder gelesen haben, dann muss uns klar sein, es ist keine Zeit mehr für leichte Unterhaltung. Es ist keine Zeit mehr für leichte Unterhaltung. Ist nicht mehr. Ich weiß, dass jeder von uns kämpft jetzt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir zumute ist. Weil diese Botschaft betrifft ja auch mich. Aber ich möchte es im Namen Gottes verkündigen, damit wir Gerettete Geschwister sind. Dass wir uns überlegen und nachdenken, Mensch, ich muss mir im Klaren sein darüber oder im Klaren darüber werden, wo ich stehe. Wir haben nicht das Recht, über die großen Streitfragen des letzten Konfliktes zu schweigen. Wir haben nicht das Recht, wisst ihr, was das bedeutet? Ich betone das. Wir sollen offen und ehrlich mit den Dingen umgehen. Das heißt,
Keine Kompromisse. Warum? Satan hat einen Zustand der Dinge ausgedacht, durch den die Verkündigung der dritten Engelsbotschaft rundherum aufgehalten werden soll. Aufgehalten werden soll. Wir müssen uns hüten vor seinen Plänen und Methoden. Was versucht er aufzuhalten? Die dritte Engelsbotschaft. Was heißt die dritte Engelsbotschaft? Was beinhaltet sie? Betet den an, der gemacht hat. Seht ihr? Das will er aufhalten, bremsen, einbremsen. Wir haben noch nie so einen guten Kutscher gehabt wie Satan, der bremst alles ein. Dritte Engelsbotschaft ist das Zeichen an des Tieres. Wir dürfen die Wahrheit nicht abschwächen oder die Botschaft für diese Zeit dämpfen. Die dritte Engelsbotschaft muss gestärkt und gefestigt werden. Das 18. Kapitel der Offenbarung enthüllt die Wichtigkeit der Darstellung der Wahrheit nicht in begrenzten Ausdrücken, sondern mit Mut und Kraft. Es wurde bei der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft zu viel um die Sache herumgeredet. Die Botschaft wurde nicht so klar und entschieden dargelegt, wie es hätte sein sollen. Es ist keine Zeit für leichte Unterhaltung. Gott hat uns ein Mittel gegeben, die Wahrheit für diese Zeit zu verkündigen. Wir dürfen uns nicht fürchten, diese Mittel zu gebrauchen. Das ist entscheidend für jeden von uns. Fürchtet euch nicht! Gebet Gott die Ehre! Haben wir es nötig, gewarnt zu werden? Hat die Gemeinde es nötig, gewarnt zu werden durch Gottes Wort? Hat sie es nötig? Hat Gott den Verantwortlichen, die sich fürchten, das Volk vor der Ausübung bekannter Sünden zu warnen, etwas zu sagen? Diese liberale Religion, die das Sündigen leicht macht und die ständig auf die Liebe Gottes zum Sünder Nachdruck legt, ermutigt den Sünder zu glauben, dass Gott ihn retten wird, während er weiterhin sündigt. Dies ist der Weg, den viele gehen, die bekennen, der gegenwärtigen Wahrheit zu glauben. Es erfordert eine Anspannung für jeden Nerv, für Geist und Muskeln, um die Welt und ihre Gewohnheiten, Praktiken und Moden zu verlassen. Schwester Weid hat unter dem direkten Einfluss des Geistes Gottes Hunderte von Seiten mit kraftvollen Ratschlägen und Warnungen geschrieben, diesbezüglich. Das ist nur ein kleiner Auszug, ein ganz kleiner. Hunderte von Seiten mit kraftvollen Ratschlägen und Warnungen über die ernste Angelegenheit, die Maßstäbe zu senken. Sie war furchtlos im Hinblick auf ihre Bürde. Und das lesen wir in den folgenden Texten. Bruder E., also ein Glaubensbruder, empfiehlt mir, dass es dem Volk viel mehr gefallen würde, wenn ich weniger von der Pflicht, sondern mehr von der Liebe Jesu sprechen würde. Ich aber möchte so sprechen, wie der Geist des Herrn mich beeindruckt. Der Herr weiß am besten, was dies Volk braucht. Sprechen wir noch so, wie Gott das möchte? Sind wir noch bereit einzutreten? An weiterer Stelle lesen wir, die Gemeinde hat eine Warnung nach der anderen erhalten. Also wir können nicht so tun, als wenn wir nicht informiert wären. War Adam und Eva über die Anschläge Satans informiert? Die waren informiert. Die sollten den Garten Eden bewahren. Wovor? Na ja, alles perfekt, aber wovor sollten sie ihn bewahren? Das lesen wir in der Schrift. Von dem Eindringen der Sünde.
Genau das. Bebauen war die erste Aufgabe, hegen und pflegen und dann bewahren. Also, Gott lässt alle seine Liebsten nicht ungewarnt. Die Pflichten und Gefahren des Volkes Gottes sind deutlich gezeigt worden, aber die Welt hat sich für sie als zu stark erwiesen. Bräuche, Gewohnheiten, Moden, die die Seele von Gott ablenken, haben trotz aller Warnungen und Einladungen des Heiligen Geistes seit Jahren an Boden gewonnen. Bis ihnen schließlich ihre eigenen Wege in ihren eigenen Augen als richtig erschienen und die Stimme des Geistes kaum noch gehört wurde. Warum hören wir heute noch so wenig von diesen Gefahren? Die Überschrift lautet: keine Zeit für leichte Unterhaltung. Aber warum hören wir nicht von diesen Gefahren? Warum hören wir so wenig von diesen Gefahren? Warum werden uns diese Gefahren nicht immer wieder aufs Neue anhand von vielen biblischen Aussagen gezeigt und gepredigt? Weil man die Geistgeweissagung entfernt von der Gemeinde, dann die Gemeinde befindet sich in Finsternis und wir erfahren nicht, was Gottes Wille für uns ist. Also die Geistgeweissagung will Satan vernichten, weil das ist alles gesagt worden, für uns zur Information, die wir weiter wechseln im Glauben. Und wenn wir das nicht mehr haben von irgendwann, er war ein Prophet von damals, heute ist nicht mehr möglich, sie ist fehl am Platz, dann kommt die ganze Salat, die wir in alle Gemeinde haben, weil wir sind klüger als Gott und wollen wir nicht den Propheten Gottes hören. Wir sind klüger als die. Wir haben uns zu sehr an die Wege der Welt gewöhnt. Das ist die Ursache. Und daraus folgt das, was du gerade erklärst. Und daraus erfolgt ein Abweichen von den wahren Grundsätzen, die wir nicht mehr wahrnehmen. Wir sind blind. Und wenn einige treue Wächter, die immer noch kämpfen, auf diese Schwachstellen aufmerksam machen, was kriegen sie zu hören? Bitte kein Fanatismus. Kein Fanatismus. Abfall bereitet sich immer im Verborgenen vor, kommt nie an die Öffentlichkeit oder immer dann, wenn der Abfall schon da ist. Da kommt das an die Öffentlichkeit. Satans Masche immer unterschwellig. Ja? Was ist die Wurzel des Streits? Die Wurzel des Streits dreht sich immer um das Gesetz Gottes. Das Ziel Gottes war es und ist es heute noch, ein Volk zu schaffen, das ohne Sünde lebt. Und das ist immer Gottes Plan gewesen, nach dem Sündenfall. Wunderschön. Wenn Gottes Plan nicht in der Lage ist, und jetzt hört gut zu, den Menschen wieder in seinen ursprünglichen Zustand des Gehorsams, von dem er gefallen ist, zurückzuversetzen, was passiert dann? Was passiert? Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir zuhören. Dann werden die Argumente Satans aufrechterhalten, weil er immer behauptet hat, das Gesetz, das göttliche Gesetz, kann man nicht halten. Aber was ist, wenn Gott ein Volk präsentiert, das sich durch Gehorsam dem Gesetz gegenüber und seinem Willen gegenüber untergeordnet hat und es geschafft hat, in einer Phase ihres Lebens ohne Sünde zu leben. Sünde zu überwinden und zu kämpfen mit ihm an seiner Seite. Was passiert dann? Wenn Gott in der Lage ist, ein Volk vorzustellen, das ihm unter den widerwärtigsten Umständen, die Satan schafft, vollkommen gehorcht hat, dann wird der Charakter Gottes für alle Ewigkeit
vor den ungefallenen Welten gerechtfertigt sein, das ist eine entscheidende Sache. Gott wird ein Volk präsentieren und wir, du Claudia, Lisha, wir alle, wenn wir es schaffen, mit Gottes Hilfe, Bella, Vladi, Tibi, Juliana, alle, die wir hier sind, wenn wir es schaffen, wir werden Zeugen sein, wir werden sagen, ja, es ist möglich, Gott zu gehorchen. Das Universum wird für immer von weiteren Ungehorsam frei sein. Ist es das? Das Universum wird für immer von weiterem Ungehorsam sicher sein. Weil das lebendige Zeugnis der Übrigen von Ewigkeit zu Ewigkeit eine ständige Erinnerung an die Gerechtigkeit Gottes sein. Man wird uns fragen, wie war das? Und wir werden sagen, wie das war. Man wird uns fragen, hey, wie war das, als Satan versucht hat, dich zu bedrängen? Und wir werden sagen, wie das war. Man wird uns fragen, hör mal, Christine, wie war das, als du den Angriffen Satans ab? Und wir werden sagen, was wir erlebt haben. Wir werden Zeugen sein, mutig und voller Freude und Stolz. Wird uns erfüllen in Form von Demut gegenüber Gott, weil wir ihm das alles zu verdanken haben. Wir werden Gott die Ehre geben, indem wir sagen, er hat uns dazu verholfen. Und wir haben es geschafft, unseren Willen, seinem Willen unterzuordnen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Sieg auf der ganzen Linie. Und könnt ihr jetzt sehen, wie wichtig es für Satan sein muss, Menschen zum Sündigen zu bringen? Seht ihr das? Das ist sein Kampf, das ist wichtig für ihn. Er will uns mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, die er sich ausdenkt, von Gott wegziehen. Kein Wunder, dass er unwahrscheinlich viele raffinierte Pläne erfindet. Langsam, subtil, weltliche Sitten einzuführen in der Gemeinde. So kann er sie nicht backen. Und er trifft sorgfältige Vorbereitungen. Der erste grundlegende Irrtum stammt von der alten augustinischen Lehre der Erbsünde. Was hat er gesagt? Was haben die gesagt? Was haben die gepredigt von den Kanzeln? Durch Zuschreibung aller Nachkommen Adams oder der allen Nachkommen Adams zugerechneten Sünde wurde angenommen, dass jedes Kind nicht nur mit einer ihm zugefallenen Schuld, sondern auch mit einer äußerst verderbten Natur geboren wird, dass es niemals mehr mit der Sünde aufhören könnte. So wird es von der katholischen Kanzel gepredigt. So wird es von vielen Religionsgemeinschaften vermittelt. So wird es von fast allen Religionsgemeinschaften vermittelt. Du kannst nichts tun. Natürlich ist der Kampf, Sünde zu überwinden, immer eine schwierige Phase im Leben eines Menschen. Aber auf diese Weise wurde ein Fundament gelegt, ein falsches Fundament. Das war der erste Schlag gegen das Gesetz Gottes. Dann kam eine weitere Verdrehung der Wahrheit. In diesem Fall kann ja niemand errettet werden, wenn das so ist, wie das hier beschrieben ist, in Bezug auf Erbsünde. Und selbst Jesus hätte ein Problem gehabt. Und dann, um diesem Problem zu entgehen, hat man einfach die Lehre von der unbefleckten Empfängnis der Maria eingebunden. Aber das steht im totalen Widerspruch zu dem, was uns die Schrift sagt. Und das alles
steht nicht nur im Widerspruch zu vielen biblischen Aussagen, sondern lässt auch alle Nachkommen Adams ohne Hoffnung, ihre Sünden zu überwinden. Und das ist der zweite Schlag Satans gegen göttliche Wahrheit. Wie steht es mit der Vollkommenheit, die die Anbeter vom himmlischen Heiligtum bekommen? Viele neue Theologien sind mehr oder weniger unterwegs und verbreiten sich immer mehr. Heiligung wird heruntergespielt. Ich habe das in meiner Predigt vor 2 Monaten gezeigt. Heiligtumslehre wird angegriffen. Was heißt das? Warum spielt man die Heiligtumslehre herunter oder warum will man sie angreifen? Warum will man sie mehr oder weniger zerstückeln und im Nachhinein dann vielleicht dann nachher als nicht mehr aktuell beachten oder betrachten? Es geht sich nur darum, Heiligung herunterzuspielen und daraus resultiert ganz einfach, dass man Sünden nicht überwinden kann. Und Gott wird Sünden akzeptieren, die vom Menschen unmöglich besiegt werden können. Aber wie viele und welche Sünden gehören zu dieser Kategorie? Welche Sünden sind das dann? Welche Sünden kann ich nicht überwinden und welche doch? Haben wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht? Wenn geschrieben steht, wir sollen alle unsere Sünden lassen. Ist es jeder Person überlassen zu entscheiden, welche Sünden sie in der Kraft Christi nicht überwinden können? Was hat Jesus zu der Frau gesagt, die beim Ehebruch ertappt wurde? Was hat er ihr gesagt? Geh hin und lass diese Sünde mal sein. Was hat sie? Was? Sündige hinfort nicht mehr. Interessant. Verlangt schon etwas mehr. Er hat nicht gesagt, sie soll weniger Ehebrüche begehen. Sehen wir, wie gefährlich es ist, den Schluss zu ziehen, dass nicht jede Sünde in der Kraft des Herrn überwunden werden kann? Was passiert, wenn ich das glaube, anfange zu glauben oder zu denken, aufgrund der Veränderungen in diesen theologischen oder in diesen Glaubensfragen oder Glaubenspunkten? Was passiert? Ich werde der Sünde gegenüber tolerant und das ist ein Problem. Wenn ich der Sünde gegenüber tolerant werde, dann bin ich auf verlorenem Posten. Und wie leicht ist es dann für die arme menschliche Natur, jede Sünde, die nicht aufgegeben werden will, zu denen zu rechnen, die nicht überwunden werden können. Das resultiert daraus. Und das ist der dritte Schlag Satans gegen das Gesetz. Satans Kampf gegen die Vollkommenheit. Freut sich Satan, wenn sich Christen einem Leben fortgesetzter Sünde überlassen? Freut er sich? Da hat er richtig Spaß. Da kann er nämlich ansetzen und sagen, schau, guck mal, was er macht. Guck mal da. Und den willst du retten. Ihr könnt sicher sein, dass er sich darüber freut. Ist es nicht besonders für uns als Siebenten-Tags-Adventisten gefährlich, die Beschuldigung Satans noch zu verteidigen, man könne dem Gesetz nicht gehorchen? Ist das nicht gefährlich? Ich weiß, dieses Wort Vollkommenheit tut uns weh. Aber was hören wir heute noch über Vollkommenheit? Was hören wir noch darüber? Lass mich erklären, warum diese Lehre
gegen die Vollkommenheit des Charakters eine tödliche Bedrohung für die Gemeinde der Übrigen ist. Wisst ihr warum? Wir sind durch den Geist der Weissagung wiederholt an etwas Besonderem erinnert worden. Was ist das? Wir sind daran erinnert worden, dass niemand versiegelt wird, außer jenen, die die Sichtung überleben. Und das genau will Satan verhindern. Da kämpft er gegen. Und jetzt? Er startet. Glaubt es mir. Er startet. Die Voraussetzung für den Empfang des Spätregens und das Teilhaben, und das ist wichtig, an dem lauten Ruf, ist jede Sünde zu überwinden. Sonst wird uns dieser Spätregen nicht zuteil werden. Und welch ein Triumph ist das für Satan, dass er fähig ist, uns Adventisten mit dieser lebensgefährlichen Täuschung mehr oder weniger auszunocken oder anzulocken. Wir können nicht Sünde völlig besiegen. Wir wollen uns vielleicht auch nicht retten lassen. Das mag sein. Unsere Gedanken sind vielleicht immer noch auf diese Welt gerichtet. Aber denken wir über folgende bedeutsame Feststellungen nach. Wer alle Prüfungen besteht und überwindet, ganz gleich zu welchem Preis, der hat den Rat des treuen Zeugen beachtet. Wer ist der treue Zeuge? Jesus. Jesus Christus. Aber wer alle Prüfungen besteht und überwindet, ganz gleich zu welchem Preis, der hat den Rat des treuen Zeugen beachtet und wird den Spätregen empfangen. An weiterer Stelle lesen wir, heute musst du dein Gefäß gereinigt haben. Morgen, übermorgen, nächstes Jahr, 10 Jahren, 20 Jahren, nein, heute. Heute musst du dein Gefäß gereinigt haben, um für den himmlischen Tau, für die Schauer des Spätregens vorbereitet zu sein, denn der Spätregen wird kommen und der Segen Gottes wird jede Seele erfüllen, die von jedem Flecken gereinigt ist. Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charaktere noch Flecken oder Runzeln aufweisen. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann aber wird der Spätregen auf uns fallen, wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten. Einfach. Seht ihr das? Und gerade das will Satan verhindern. Seid auf der Hut. Seid wachsam. Was lesen wir in der Schrift? Betet und wachet. Wachet. Wir sehen, was hier passiert. Wie können wir als Christen im Licht dieser deutlichen Aussagen die Möglichkeit zur Überwindung aller Sünden verneinen? Das sollten wir nicht tun. Wir sollten uns nicht damit rausreden. Es ist noch ein weiteres Problem vorhanden. Wie kann die sittliche Natur wiederhergestellt werden? Wie? Sodass der Sünde widerstanden und sie überwunden werden kann. Das einfache und klare Zeugnis muss in der Gemeinde leben. Das einfache und klare Zeugnis muss in der Gemeinde leben, oder der Fluch Gottes wird auf seinem Volk ruhen, so gewiss wie es mit dem alten Israel wegen ihrer Sünden geschah. Heißt, Ehrlichkeit gegenüber unseren Fehlern. Sind wir noch ehrlich, wenn wir Fehler begehen? Sind wir noch ehrlich, wenn wir sagen, naja, oder was weiß ich, was wir erzählen? Sind wir noch treu, indem wir sagen, naja, ich muss mir eingestehen, ich habe einen Fehler gemacht, das tut weh. Wir sind ja starke Männer, starke Frauen. Aber besitzen wir noch Ehrlichkeit gegenüber unseren Fehlern? Was kann getan werden? Ich habe die Frage eben gestellt, ich werde sie wiederholen. Was kann getan werden,
um unsere Gemeinde zu dem Vorbild zurückzubringen. Es ist eine Reinigung nötig. Aber die Tage der Reinigung der Gemeinde nähern sich schnell. Das ist keine Zeit mehr von, ich weiß nicht, ich will mich hier nicht festlegen, aber es geht schnell. Und schnell ist eine kurze Zeit. Ich möchte es so im Raum stehen lassen. Die Tage der Reinigung der Gemeinde nähern sich schnell. Gott wird ein gereinigtes, treues Volk haben. In der gewaltigen Sichtung, die bald um sich greifen wird, werden wir besser befähigt sein, die Kraft Israels einzuschätzen. Die Zeichen offenbaren, dass die Zeit nahe ist, wenn der Herr zeigen wird, dass seine Wurfschaufel in seiner Hand ist und er wird seine Tenne gründlich fegen. Nicht? Die Zeichen offenbaren. Welche Zeichen sind das? Wir haben sie eben ganz kurz besprochen. Einige, sind nicht alle. Was ist Tenne? Tenne ist da, wo früher Korn gelagert wurde. Das ist, die Tenne war immer ein Teil des Bauernhofes, wo das Korn trocken eingelagert wurde. Meistens oben. Und Wurfschaufel? Wurfschaufel, das ist eine Schaufel. Die Wurfschaufel hat praktisch auch das, was jetzt verdorben war, mit diesem, war praktisch eine Schaufel. Das ist das, wo man die Weizen hereintut und dann werfen die in den Luft und dann schrauben die andere Seite, ja. Weizen fangen auch die andere Seite. Dankeschön, Vladi, das ist besser ausgedrückt. Um die Spreu vom Weizen zu trennen praktisch. Satan wird seine Wunder wirken, um zu betrügen. Er wird seine Macht als die höchste ausgeben. Mag die Gemeinde auch aussehen, als ob sie viele, aber sie fällt nicht. Sie wird bleiben, während die Sünder in Zion herausgesichtet werden. Dies ist eine schreckliche Prüfung. Die übrigen, die ihre Seelen reinigen, werden durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit Kraft aus diesem Prüfungsprozess sammeln. Und dann kommt noch ein entscheidender Text im Zusammenhang dieser Aussage. Ich fragte nach der Bedeutung dieses Sichtens, das ich gesehen hatte. Und es wurde mir gezeigt, dass es durch das bestimmte Zeugnis des wahren Zeugen an die Gemeinde zu Laodicea hervorgerufen sei. Wir haben hier eine Bestätigung. Einige werden dies bestimmte Zeugnis nicht ertragen. Sie werden sich demselben widersetzen. Und dies wird das Sichten unter dem Volk hervorrufen. Niemandem darf es erlaubt sein oder sollte es erlaubt sein, ein Hindernis zwischen unserem Volk und dem Geist einer wahren Wiederbelebung und Reformation zu sein oder aufzurichten. Deshalb ist es Zeit für das direkte Zeugnis. Es ist an der Zeit, die Sünden Laodiceas zu erkennen, uns zu prüfen. Brauchen wir noch beruhigende Botschaften? Sind wir glücklich, wenn wir beruhigende Botschaften hören? Tragen sie zur Veränderung bei? Sind wir gewillt, noch die Wahrheit, so wie sie uns durch den treuen Zeugen verkündigt ist, anzunehmen? Es gab auch zu früheren Zeiten gütige, liebevolle Menschen. Eli war gütig, liebevoll, freundlich, hatte ein wirkliches Interesse am Dienst und dem Wohlergehen der Sache Gottes. Er war ein Mann des kraftvollen Gebets. Niemals hatte er sich gegen Gottes Wort aufgelehnt, aber ihm fehlte die Festigkeit des Charakters, um Sünde zu tadeln. Und das Rechtsurteil gegen Sünder zu vollstrecken, sodass Gott sich auf ihn verlassen konnte, Israel reinzuhalten. Trotz seines Glaubens brachte er nicht den Mut und die Kraft auf, zur rechten Zeit und am rechten Ort Nein zu sagen. Nein zu sagen, so geht es nicht. Lieber Bruder, liebe Schwester, komm zur Seite. Lass uns zusammen beten. Lass uns die Schwäche besiegen.
bete für mich, ich bete für dich. Lass uns niederknien. Durch Drücken und Herz. Nein zu sagen. Sünde ist Sünde und Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Der Warnungston der Posaune muss erklingen. Wir leben in einem furchtbaren, gottlosen Zeitalter. Die Anbetung Gottes wird verdorben werden. Es sei denn, es gibt an jedem Dienstposten äußerst wachsame Menschen. Wird Gott freundliche, liebenswürdige Diener verantwortlich machen für Sünden, bei denen sie nicht den Mut hatten, auf sie hinzuweisen? Wenn Unrecht unter Gottes Volk offenbar wird und die Diener Gottes gleichgültig daran vorübergehen, unterstützen und rechtfertigen sie eigentlich den Sünder. Sie machen sich in gleicher Weise schuldig und werden ebenso sicher Gottes Missfallen empfangen, denn sie werden für die Sünden der Schuldigen verantwortlich gemacht. Das heißt, du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt nicht, dass wir jetzt hingehen und auf unsere Liebsten draufhauen. Nein, aber wir sollen Sünde beim Namen nennen. In Liebe damit umgehen. Was hat Jesus gesagt? Hat er die Sünderin verurteilt? Was hat er gesagt? Was ist aus dieser Person geworden? Hey, sie hat kapiert in den paar Worten, was Jesus ihr angeboten hatte und gesagt hatte. Sie hatte voll und ganz begriffen, dass das, was sie lebte, nicht in Ordnung war. Aber sie hat auch die Botschaft ernst genommen. Sie hat diese Botschaft ernst genommen. Ja? Hat sie die ernst genommen oder nicht? Wenn die Leiter der Gemeinde es vernachlässigen, mit Aufmerksamkeit die Sünden ausfindig zu machen, die das Missfallen Gottes über die Gemeinde bringen, werden sie für diese Sünden verantwortlich sein. Diejenigen, die zu wenig Mut haben, das Böse zu tadeln oder die durch Gleichgültigkeit oder Mangel an Interesse keine ernstliche Anstrengung machen, die Familie oder die Gemeinde Gottes zu reinigen, werden für das Böse, das aus der Vernachlässigung ihrer Pflicht hervorgehen kann, verantwortlich gemacht. Ist doch logisch. Menschen, die in der Verantwortung stehen gegenüber Gott, sind erwählte Personen. Und wir sind hier nicht in irgendeiner Wischiwaschi-Sitzung. Wir sind ebenso verantwortlich für Böses, das wir durch Ausübung der elterlichen oder geistlichen Autorität hätten aufhalten können, als wir die Tat selbst begangen hätten. Kommen wir zum Schluss. Da wir tatsächlich im Endstudium eines gewaltigen Dramas leben, werden wir zu Zuschauern von Satans Gesamtstrategie. In dieser Situation gilt Folgendes. Wenn wir uns Christus unterordnen, einigt sich unser Herz mit seinem Herzen, unser Wille verschmilzt mit seinem Willen. Das heißt, wenn wir uns unterordnen, da verschmilzt etwas. Der Geist wird eins mit seinem Geist. Die Gedanken sind in Übereinstimmung mit ihm gebracht. Wir leben sein Leben. Ja? Welch eine wunderbare Möglichkeit. Ständige Übergabe unseres ganzen Wesens ist aber bedingt hier notwendig. Wir können machen, was wir wollen. Das ist klar. Und wir machen, was wir wollen. Aber wir müssen uns ab heute überlegen, ob wir das noch machen sollen. Wenn wir uns dem Herrn immer vor Augen halten und unseren Herzen erlauben, sich in Danksagung und Lobpreis zu ihm zu erheben, werden wir eine beständige Frische in unserem religiösen Leben haben. Unsere Gebete werden die Form eines Zwiegespräches mit Gott einnehmen, dass wir mit ihm sprechen wie mit einem Freund. Er wird uns persönlich seine Geheimnisse mitteilen. Oft werden wir eine beglückende Freude über die Gegenwart Jesu in unserem Inneren erleben. Wisst ihr, was das bedeutet? Haben wir das schon mal erlebt? Oder wie oft erleben wir das?
Oft werden die Herzen in uns brennen, wenn er uns nahe zu sich zieht, um Gemeinschaft mit uns zu haben, wie er es mit Henoch tat. Das hat aber auch zur Folge, dass Feiglinge und Sorglose ausgesichtet werden. Die Erfahrung Gideons beweist, dass Gott nicht auf große Zahlen angewiesen ist, um sein Werk auszuführen. Wie groß war sein Heer? Wir kommen zum Schluss. Wie groß war Gideons Heer? Vielleicht habt ihr auch noch so eine Zahl in Erinnerung. 100. Zuerst waren es mal 32.000. Ganz am Anfang. Aber die wurden weggewischt, als allen Ängstlichen angeboten wurde, nach Hause zu gehen. Das ist die Sache. Allen Ängstlichen. Seht ihr, wie Gott fair ist? Gott ist fair und sagt, also wer Angst hat, bitteschön, kann nach Hause. Wie viele blieben? Also ein paar Angsthasen gingen nach Hause. Wie viele waren es dann? Gideon muss niedergeschmettert gewesen sein, als er sah, dass 22.000 Soldaten die Reihen verließen und nach Hause rannten. 22.000, die sind abgehauen. Die haben mal schnell die Koffer gepackt. Gideon sah keinen Weg, mit den verbleibenden 10.000 Männern die Feinde zu vertreiben. Aber Gott sah immer noch, es waren einige zu viel. Seht ihr das? Es waren immer noch eine Menge zu viel. So befahl er noch, den einen oder anderen Test anzuwenden. Und sie machten noch mal Pause an einem Bach, um Wasser zu trinken. Und alle, und eben fiel der Name, beziehungsweise die Zahl 300. Wer hat das gesagt? Drei Personen hier. 300. Ja, richtig. Alle, außer 300 Soldaten, gingen sorglos auf die Knie, um aus dem fließenden Bach Wasser zu schlürfen, sodass es unmöglich wurde, ihre Augen noch auf den Feind zu richten. Diese 300 Elite-Soldaten ließen sich nicht auf ihre Knie nieder, sondern schöpften schnell Wasser mit den Händen. Und was machten sie? Wir lesen das. Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten. Also, wenn ich das sehe, das sind mal gerade... Wie viel Prozent bei einem Heer von 32.000? 95. Hallo, wo sind die Mathematiker hier? 0,1. Boah, seht ihr das? Dankeschön, Ruben. Durch die 300 Mann, die gelegt haben, will ich euch retten und die Midianiter in deine Hände geben, aber alles übrige Volk lass gehen an seinen Ort. Gott braucht nicht viele, aber die, die er braucht, die sind bereit. Die sind bereit zu kämpfen. Die gehen durch dick und dünn mit Gott. Was ist das für eine Lehre für uns? Was ist das für eine Lehre für uns? Gott kann in dieser entscheidenden Schlacht, in der wir uns befinden, keine Feiglinge gebrauchen. Das ist die Lehre für uns. Ihr Abtrünnigen, wisset ihr nicht, dass der Weltfreundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jakobus 4,4. Vergessen wir nicht, dass der Sieg der 300 in Gideons Tagen nicht durch die Stärke ihrer Anzahl oder Ausrüstung errungen wurde. Wodurch wurde dieser Sieg errungen? Sie waren mit zwei Dingen bewaffnet. Und jetzt sind wir am Ende. Sie waren mit zwei Dingen bewaffnet. Die Fackel mit Öl stellt den Heiligen Geist im Spätregen dar, der nur auf diejenigen fällt, die vollkommen gehorsam sind, nämlich die Versiegelten.
Und die Posaune, mit der sie bewaffnet waren, symbolisiert den unerschrockenen Warnruf gegen die laodizäische Weltlichkeit und Kompromiss. Und diese Leute, die braucht Gott. 300. Die feierliche Frage, mit der ich abschließen möchte, vor der jeder von uns heute steht. Wollen wir zu diesen 300 gehören? Wollen wir zu diesen 300 gehören? Kannst du dich im Glauben mit dieser leuchtenden Schar, und das war sie, am gläsernen Meer stehen sehen? Gebe Gott, dass wir alle zu diesem Überrest gehören werden. Amen.